So, willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ja, immer noch hier in Action. Yay. Gut, ich bin besiegt. Ihr seid Kapitän. Als Kapitän befiehlt Qui-Gon, dass Piraten keine Grobiane mehr sind. Oh Gott. Piraterie ist nicht mehr, was sie war. Genau. So, damit haben wir ihm hier wieder geholfen. Nur irgendwie große Belohnung gibt's hier nicht. Oder ist jetzt da die eine Truhe irgendwie offen? Okay, da können wir irgendwas kaufen. Ja, Kanonenkugel kann ich kaufen. Die hier aber auch so rumliegen. Ja, die Zwergenartefakte können mir gerade gestohlen bleiben. Ich gehe jetzt mal hier gucken, ob die Truhe auf ist. Nee, natürlich nicht. So. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssten. Ich denke mal, noch hier runter wäre eine ganz gute Alternative. Wie viele Quaggern braucht man, um eine Lampe anzuziehen? Ich gebe auf. Und ja. Dann weiß ich halt auch nicht. Hier Sehenswürdigkeiten sieht auch ziemlich düster aus. Da fehlen noch 5. 2 Wegmarken. Wird ja wohl noch irgendwie zu schaffen sein. Aber. Naja. Mal gucken, wo das alles ist. Ist bestimmt hier wieder irgendwo alles versteckt. Oder ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen. Also erstmal jetzt hier nach Süden. Und da noch ein bisschen die Karte aufdecken. Sind jetzt eigentlich hier die Piraten dann auch mehr oder weniger friedlich? Ich glaube eigentlich nicht. Da gibt es ein paar Wespen. Nee, die sind nicht friedlich. Das wird lustig. Nee, wird's nicht. Das ist absolut unlustig, wenn man hier von Kanonen beschossen wird. Ach, Piratenwinzer. Wirft Flaschen! Da schreit er nur noch. Wupp, wupp, wupp. Langhornwitter, Kaninchen. Okay. Wegmarke. 1, 2, 3. Dann gibt es hier bestimmt auch noch eins. Ja. Wieder Kletterkünste auspacken. Ich habe gesagt, auspacken. Und nicht hier großartig versagen. Wo ist denn das Ding überhaupt? Moment. Erstmal hier die Sache von allen Seiten betrachten. Ach du Scheiße, nee, das ist da. Mist. Großer Mist. Ja, da ist nicht Kletterkünste angesagt, sondern Springkünste, die ich nicht habe. Shit. Nochmal. Im Ansatz war es ja schon ganz gut, nur
Na komm. Nur irgendwie passt es dann zum Schluss nicht so ganz. Wie kam ich denn jetzt eben da hoch? Verdammte Axt. Bin ich doch auch hier hochgesprungen. So. So viel dazu. Dann hepp. Und hepp. Und hepp. Und puh. Okay. Fertig. Angucken. Immer dieser Stress mit dem Springen. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf die andere Seite. Ach Gott, da haben wir auch noch irgendwie einen. Ich ja, da müssen wir jetzt erstmal auf die andere Seite und dann da irgendwie hoch. Nehmen wir die Brücke? Oh. Sofern wir da halbwegs unfallfrei hinkommen. Ah, ne, da stehen ja wieder Piraten davor. Überall dieses Piratengesocks. Feuer! Genau, Feuer. Tja, brenne in Frieden. So, die sind auch zu zweit. Shit. Okay. Ach, und unsere nicht tägliche Quest, sondern unsere persönliche Quest ist da auch auf der Kante. Gucken wir jetzt erstmal. Da wollte ich jetzt nicht rum. Wollte jetzt erstmal hier hin. Ettin? Was? Ettin beständiger Anzug. Was ist denn hier eigentlich los? Ach, überall Piraten. Mein Gott. Überall diese Piraten. Langt das nicht, dass da die nur an einer Stelle rumstinken? Ich fühle mich gut. Versperrt, versperrt. So. Das haben wir erledigt. So, der will da seinen komischen Kram für diesen ogerbeständigen Anzug. Oh, hier waren wir auch noch gar nicht hier in der Ecke. Oh ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, Zwergenartefakte. Bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob man jetzt, ob ich die persönliche Quest jetzt hier machen soll. Oder dem Kerl bei seinem
A-Bälle. Okay. Unter dem Kerl halt da erstmal suchen helfen soll. Aber ich will da aber auch erstmal einen großen Umweg oder beziehungsweise einen großen Bogen um diese ganzen Elementare machen. Denn ich bin kein Freund der Elementaren. Denn die Elementare machen böse Aua. So, ein paar Walnüsse. So, räumen wir erstmal hier auf, sofern es geht. Nee, geht natürlich nicht. Ja. Aber ich denke mal, wir müssen da an den Elementaren irgendwie irgendwas machen. Sofern sich das da sowieso nicht schon gleich hier wieder erledigt hat. Da ist auch eben wieder so ein Spieler rumgesprungen. Und wenn der den Mist abgibt, dann haben wir hier schlechte Karten. Forschungsausrüstung aktivieren. Okay, machen wir das mal. Ich fühle mich gut. Ach, da ist unser Kollege von vorhin wieder. Aua. So, finden wir da auch Haarballen, ja? So, blub, 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 blub. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ich kann Berge versetzen. Wo ist er hin? Nicht hier durch mich durchschießen. Ist das da? Inaktiver Schnupfen oder was? Wunderbar. Hup, hup, hup. Zeit, echten Schaden anzurichten. So, dann beleben wir mal hier noch ein paar Forscher wieder. Das war überraschend hilfreich. Ja. Was auch immer. Wie sind wir alle hier auf. Zuerst hier auf mich hier gehen? Ey, geh weg! Hab hier nichts für Ettins. Abfallhaufen, flup, flup, flup.
Den Aufspürer. Na. So, Herzchen auf jeden Fall schon mal erledigt. So, das weiß ich natürlich nicht. Im Prinzip müssen wir wieder zurück. Hier ist nämlich gar nichts mehr. Ich habe aber eigentlich auch gedacht, hier gäbe es auch noch irgendwie eine Kiste oder sowas. Da hängt nur ein Forscher rum. Da hängt dann auch nur ein Forscher rum. So, tot. Das war unerwartet. Ja, das ist der Tod meistens. Man soll's ja nicht glauben. Der Tod trifft einen meistens recht unerwartet. Ettin. So viele Ettins hier. Ich hätte aber eigentlich... Dachte, dass da irgendwo ein eine Truhe noch ist. So, die spritzeln wir hier schön knusprig. Ja, aber kein gar nichts hier. Doof. Das ist dann doof. Ja, ja, überraschend hilfreich. So, kommst du jetzt hier mit? Ja. Oh, Synchronsterben. Sehr schön. So, ich hoffe, wir kommen da gleich auch wieder zu dem Haarballabgeber. Weil das hätte ich auf jeden Fall gerne abgegeben. Und ein neues Zepter. Muss ich dann mal alles noch durchchecken. Ja. Mesmer. Ich kann Berge versetzen.
deswegen, da weiß man echt nicht, was wer wo ist bei den Messmann. Und dann besonders, wenn man da noch so eine kleine Fußhupe da halt hat. Die du sowieso schon nicht siehst. Jetzt geht's ja noch gerade so. Hier mit so einem... mit einem Menschen, aber halt mit einem Char ist hier auch echt das Leben ein bisschen unlustig. Nee, geh weg. Moment, dann müssen wir doch hier mal, glaube ich, zu rabiateren Methoden greifen. So, aber ich denke mal... Wir kommen dann zum Ende der Folge hier und vielleicht schaffen wir es ja, ja in der nächsten Folge unsere Haarballen hier abzugeben. Also bis dann.